Ja, Ivi, was läuft in dieser Saison anders als in der letzten für dich? Machst einen sehr guten Eindruck, bist nach wie vor läuferisch sehr stark, aber es klappt mit dem Toreschießen einfach noch nicht so. Hast du Gründe dafür? Nein, ich denke, auch viel überlegt über das, aber ich bin noch im Moment ruhig. Ich habe nur zwei und jetzt die letzte Spiel, drei Spiele gemacht, also vorne, und in zwei Spiele habe ich gar keine Chance gehabt, Tor zu machen, und ich wusste, dass die Chance und Tore, also ich weiß, das muss kommen, und ich bin im Moment noch ruhig. Für mich ist wichtig, dass die Mannschaft hat die letzte Spiel gewonnen hat, und jetzt am Samstag haben wir eine Tabelle führen, Mainz zu Hause, wir müssen das wieder gewinnen, und ich hoffe das auch, dass ich Tore mache. Ist es vielleicht einfacher, auch mit Arjen Robben zu spielen? Robben, der über die rechte Seite kommt, der dann gleich dreimal auf sich zieht, sodass du mehr Räume hast? Fehlt dir die ein bisschen? Ja, nicht nur mich. Ich denke, dass er fehlt die ganze Mannschaft viel. Jetzt haben wir auch schade, dass Frank ist verletzt. Und ja, das ist die zwei Spiele, sie können immer etwas machen, das den Unterschied macht, nicht nur in der Liga, in Champions League auch. Und ja, ohne die beiden ist natürlich die anderes, aber ja, wie gesagt, ich hatte auch Probleme mit meinem Knie, und ich war auch nicht 100% fit. Jetzt ist das auch besser, und also ich hoffe, dass die nächsten Spiele, und ich weiß, dass ich muss die Tore machen.